Freunde, ich zeige euch vielleicht die Methode, die ich mit Abstand am häufigsten für People, Fashion oder Porträtbilder einsetze. Und ich wette, die meisten von euch kennen sie noch nicht. Schaut euch einmal dieses Bild an. Stellen wir uns vor, wir wollten der lieben Marlene ein bisschen mehr Glanz in die Haare spendieren. Und wir legen uns dafür eine neue Ebene an, holen uns einen hellen Hautton aus Marlenes Haar, machen den sogar noch ein bisschen heller und malen mal einen damit ins Haar rein. Und das Ganze versetzen wir in den Modus negativ multiplizieren. Und jetzt sagt ihr mir berechtigterweise, das sieht doch total kacke aus. Ja, das ist auch noch nicht die Methode. Die Methode, die ich euch zeigen möchte, nennt sich Blend-If. Das ist ein Ebenenstil, den wir erreichen, indem wir auf die Ebene einen Doppelklick ausführen. Dann kommt ein solches Menü. Und in diesem Ebenenstil Blend-If-Modus können wir entscheiden, wo das, was wir eben gemacht haben, in welchen Helligkeitsbereichen es angewendet werden soll. In diesem Fall möchte ich ja einen Glanzpunkt, ein bisschen Helligkeit in die Haare bringen. Das bedeutet, ich möchte in den dunklen Bereichen dieses Bildes diese Art der Aufhellung nicht anwenden. Auch hier sagt ihr mir berechtigterweise, dass das total blöd aussieht, weil es total hart ist und unnatürlich. Kein Problem, wir nutzen hierfür einmal die Alt-Taste und ziehen dann diesen Regler weiter nach rechts. Und ihr seht, der Regler hat sich in zwei abgespreizt und durch diese Methode sind wir in der Lage, das Ganze wesentlich weicher im Übergang zu gestalten. Mit dem linken Regler können wir entscheiden, in welchen Bereichen diese hellere Haarfarbe noch angezeigt werden soll und in welche nicht. Ihr seht das, je weiter ich ihn nach rechts schiebe, desto weniger ist er in den dunklen Bereichen zu sehen. Und hier einmal das Ergebnis. Wenn wir irgendwas haben, wo wir diese Methode nicht angewendet haben möchten, dann maskieren wir das Ganze einfach ein bisschen aus. Ich möchte das natürlich nicht auf der Haut haben und möchte das auch nicht auf der Kleidung haben. Und fertig ist das Ganze. Mit der Deckkraft können wir noch ein bisschen reduzieren und das Ganze auf das Niveau bringen, was uns gefällt. Wenn ihr sehen wollt, wie diese Methode in der Theorie funktioniert und welche drei weiteren praktischen Anwendungsbeispiele ich dafür habe, bleibt dran. Bevor wir in die praktischen Beispiele kommen, möchte ich euch hier einmal eine Theorie zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ich habe euch hier einmal zwei Ebenen vorbereitet. Eine Grauverlaufsebene von einem dunklen bis zu einem hellen Grauton, fast im Weißen. Und eine Blauverlaufsebene von einem dunklen Blauton zu einem etwas helleren Blauton. Wir rufen jetzt also einmal den Ebenenstil auf und haben hier die beiden Regler. Einer ist beschriftet mit der Aufschrift aktuelle Ebene und der andere mit der Aufschrift darunterliegende Ebene. Bei diesen Reglern entscheiden wir, wo wir unsere Blend-If-Methode anwenden. Bei der aktuellen Ebene ist es die Ebene, bei der wir den Ebenenstil soeben aufgerufen haben. Und die darunterliegende Ebene, ganz klar, genau die Ebene, die darunter liegt und auf die wir einen Einfluss üben wollen. Sagen wir nun, ich möchte hier in meiner Grauverlaufsebene in den hellen Bereichen dieses Blau nicht angezeigt. Ich ziehe also in der darunterliegenden Ebene in den weißen Bereichen den Regler nach rechts und wir sehen, dass unsere Blauverlaufsebene nun in diesen Bereichen gar nicht mehr angezeigt wird. Wenn wir das Ganze etwas weicher haben wollen, machen wir das wie eben. Wir drücken einmal die Alt-Taste und spreizen den Regler. So können wir eben die Blauverlaufsebene in den hellen Bereichen der Grauverlaufsebene reduzieren. Natürlich können wir das auch umgekehrt machen. Ich schiebe das Ganze mal zurück. Wenn ich in den dunklen Bereichen der Grauverlaufsebene das Ganze nicht angezeigt haben möchte, dann ziehe ich das nach rechts und das Ganze wird subtrahiert. Auch hier haben wir die Möglichkeit, das Ganze etwas weicher zu gestalten. Stellen wir uns nun einmal vor, dass wir die dunklen Bereiche der blauen Ebene nicht sehen möchten. Das bedeutet, ich ziehe an einem Regler so weit, bis ich in einen Helligkeitsbereich komme, der dem nicht mehr entspricht. Und siehe da, wir können die dunklen Bereiche der Blauverlaufsebene subtrahieren. Auch hier, wie immer, mit der Alt-Taste können wir das Ganze spreizen und ebenso ist es möglich, dass wir das Ganze mit den hellen Bereichen machen. Da wir nun die Theorie verstanden haben, die in der Blend-If-Methode liegt und wie wir sie anwenden, schauen wir uns ein paar praktische Beispiele an. In dem ersten Beispiel möchte ich die Augen des Modells besonders unten etwas aufhellen, sodass wir eine kleine Reflexion bekommen. Das Ganze, was wir eben gesehen haben, können wir nicht nur mit verschiedenen normalen Farbebenen machen, wir können sie auch mit Korrekturebenen machen. Ich lege mir also nun eine Gradationskurve an und ziehe die ganze mal ins Helle rein. Und weil ich diese nicht aufs ganze Bild anwenden möchte, invertiere ich eine Maske und male die Helligkeit nur in den Bereich, in dem ich das haben möchte. Du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, wenn ich sage, dass das etwas stark ist. Und natürlich könnte ich hier ein bisschen mit der Deckkraft arbeiten. Aber ich möchte, dass die Aufhellung nur in den hellen Bereichen des Auges stattfindet. Und was wir eben gelernt haben, wir können hier also nun unsere Blend-If-Maske, unseren Ebenenstil aufrufen. Und ich möchte, dass
diese Aufhellung, die ich hier habe, auf nur den hellen Bereichen der darunterliegenden Ebene stattfindet. Also subtrahiere ich sie aus den dunklen Bereichen der darunterliegenden Ebene. Und ihr könnt schon sehr gut sehen, dass es hier in einigen Bereichen schon gar nicht mehr angewendet wird. Und weil das Ganze noch recht hart ist und so etwas unschön aussieht, nehmen wir die Alt-Taste und spreiten das Ganze zu einem Bereich ab, der uns gefällt. Und siehe da, wir haben den Augen so ein bisschen Glanz verliehen, so ein bisschen nochmal etwas als Aufheller von unten. Bei diesem Bild würde ich gerne einmal die etwas hellen Bereiche und die Glanzpunkte auf Valentinas Gesicht etwas abschwächen. Ich mache das also so ähnlich wie eben. Ich nehme mir eine Gradationskurve und ziehe das ganze Bild etwas dunkler. In dem Fall male ich jetzt auch gar nicht spezielle Bereiche an, die ich abdunkeln möchte, sondern mache das einzig und allein mit der Blend-If-Methode. Ich gehe mit einem Doppelklick drauf und überlege mir jetzt, dass ich die Abdunklung nur in den hellen Bereichen der darunterliegenden Ebene durchführen möchte. Subtrahiere also hier in diesem Regler die Verdunklung in den dunklen Bereichen und um das Ganze etwas weiter weich zu machen, schiebe ich das Ganze nach rechts und schiebe den Regler auch noch etwas weiter nach rechts, weil ich wirklich nur in den mittleren bis hellen Bereichen des Bildes diese Abdunklung durchführen möchte. Und siehe da, vorher, nachher, die hellen Bereiche werden etwas matter, etwas dunkler, die dunklen Bereiche des Bildes werden überhaupt nicht angefasst. Natürlich ist auch die gegenteilige Bearbeitung möglich. Ich möchte hier jetzt mal nur in den dunklen Bereichen des Bildes etwas aufhellen. Hier und hier in den Glanzpunkten ist das für mich gar nicht mehr nötig. Ich lege mir also eine neue Gradationskurve an, mache das Bild etwas heller und mir gefällt jetzt die Helligkeit in den dunklen Bereichen, aber in den hellen Bereichen ist mir das viel zu hell geworden. Also was mache ich? Ich subtrahiere die Aufhellung aus den hellen Bereichen weg aus der darunterliegenden Ebene. Ich nehme mir also den Regler und schiebe das Ganze ein bisschen nach rechts. Und hier sieht man schon, wie die Wirkung eintritt. Natürlich ist das wieder viel zu hart. Mit der Alt-Taste ziehe ich dann das Ganze etwas weiter nach links. Und wenn wir einmal den Vorher-Nachher-Vergleich haben, sehen wir hier in der Glanzstelle, es ist überhaupt nichts heller geworden. Aber die dunkleren und mittleren Bereiche, so wie ich sie ausgewählt habe und nach meinem persönlichen Geschmack, sind etwas aufgehellt worden, sodass das Ganze noch etwas geschmeidiger ist. Mich würde wirklich interessieren, ob du diese Methode schon kanntest. Ich habe sie relativ spät kennengelernt und wünschte, ich hätte sie viel, viel früher gekannt. Es gibt noch eine Menge weiterer Anwendungsfälle, wie wir mit der Blend-If-Methode arbeiten können. Besonders auch beim Color Grading kann das sehr hilfreich sein. Wenn du noch ein paar weitere Tipps zu der Blend-If-Methode, besonders in deinem Color Grading, sehen willst, schreib es mir gerne in die Kommentare. Abonniere meinen Kanal, like das Video und die Glocke nicht vergessen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.